Giljan Kamps Panikattacken bye bye, sie begibt sich in Behandlung. Auf Social Media gewährt Moderatorin Giljan Kamps immer wieder Einblicke in ihr Seelenleben. Aktuell offenbarte sie, dass sie sich wegen ihrer Panikattacken in Behandlung begibt. Nicht nur über ihr Leben als Mama plaudert Giljan Kamps, 41, regelmäßig aus dem Nähkästchen. Auf Instagram teilt die Moderatorin dabei nicht nur die schönen Momente mit ihrem Kind, sondern sie gewährt auch Einblicke in ihre Sorgen und Ängste. Auch ihre eigene Gefühlswelt lässt Giljan dabei nicht außen vor. Im Gegenteil. Erst Ende Juni berichtete sie auf Instagram, dass sie auf einem Flug von Berlin nach Düsseldorf eine schreckliche Erfahrung machen musste. Der Grund: Sie erlitt eine Panikattacke. Jetzt offenbarte die 41-Jährige, dass sie ihre Angststörung ein Ende setzen und sich in Behandlung begeben will. Giljan Kamps: Sie lässt ihre Angststörung behandeln. Obwohl sich Giljan Kamps stets positiv und lebensfroh gibt, muss sie hin und wieder innerlich harte Kämpfe mit sich selbst ausfechten. Auf Instagram teilte sie nun eine besondere Botschaft mit ihren Fans und schrieb am Sonntag, 4. August, Panikattacken bye bye. Zu einem professionellen Foto von sich ergänzte Giljan in Bezug auf ihre Panikattacken, ich habe keine Lust mehr auf euch und mich dazu entschieden, diese behandeln zu lassen. Eine mutige Entscheidung, die die Moderatorin weiter erläuterte. Meine Wahl ist auf ein Online-Seminar gefallen und ich bin gespannt, wie es anschlägt. Ich hoffe natürlich gut und schnell. Giljan Kamps, ich konnte nichts mehr kontrollieren, weder meine Gedanken noch meinen Körper. Warum sich die 41-Jährige ausgerechnet jetzt dazu entschieden hat, sich professionelle Hilfe zu suchen. Auf Instagram gab Giljan schweren Herzens zu, dass hinter der Entscheidung ein erschreckendes Erlebnis am Set einer Fernsehsendung steckte. Der Moment meiner Entscheidung kam für mich final nach einer TV-Show-Aufzeichnung. Während des Drehs und auch, leider, vor der Kamera hatte ich meine letzte Panikattacke und konnte nichts mehr kontrollieren. Weder meine Gedanken noch so richtig meinen Körper, sagte Giljan ehrlich. Sie fügte entschlossen hinzu: Da war für mich Schluss und seit der Entscheidung, mich behandeln zu lassen, geht es mir sogar gefühlt ein kleines Stückchen besser. Bleibt zu hoffen, dass es nun weiter bergauf geht.